Warum bist du in Shenzhen? In Shenzhen bin ich, weil es eine sehr vielversprechende Stadt ist. Also die Stadt ist vor knapp 40 Jahren hat sie angefangen, sich zu entwickeln, aus einem relativ kleinen, eher, man kann es fast schon Fischerdorf nennen. Und jetzt geht hier ganz viel ab in Shenzhen. Und zwar sind hier große Firmen, chinesische, die aber inzwischen auch international schon bekannt sind. Zum Beispiel DJI, die Drohnenfirma, oder auch Tencent. Und ja, die Durchschnittsbevölkerung hier in Shenzhen ist im Schnitt 28 Jahre alt und sind alle top ausgebildet, haben meistens auch im Ausland studiert und kommen jetzt alle nach Shenzhen, um hier viel zu bewegen und die Zukunft von der Stadt, von China, aber auch eben von der Welt zu prägen, sage ich mal. Ein Mythos, ohne Chinesisch keine Chance, keine Businesskontakte, kein Business, keine Integration. Stimmt das? Also, ich würde sagen, natürlich würde es extrem helfen, wenn man Chinesisch fließend sprechen würde. Aber zum Beispiel gerade in Shenzhen kommt man schon auch mit Englisch sehr gut hin. Also die meisten hier sprechen perfekt Englisch. Ich habe letztens auf einem Networking-Event drei Mädels getroffen. Die eine hat noch nicht mal im Ausland studiert. Die hat einfach nur in China studiert. Perfektes Englisch, auch akzentfrei, muss man sagen. Und arbeitet jetzt bei Apple und dann habe ich eine andere getroffen, die hat in Kalifornien studiert, arbeitet jetzt bei DJI und die dritte hat in Frankreich studiert und arbeitet bei Vivo. Also man kommt gerade so in der, sag ich mal, internationalen Community sehr gut zurecht. Aber ich kann jedem empfehlen, wirklich ein bisschen Chinesisch zu lernen, weil das freut dann wirklich die Leute vor Ort extrem. Und natürlich ist es auch nochmal eine andere Art zu kommunizieren. Und in Shenzhen, da spucken die Leute überall auf die Straße, richtig? Nein, nein, das ist auch ein Mythos. Ich meine, du warst ja auch selbst hier und hast es vor Ort gesehen. Also die Stadt ist extrem sauber. Es ist extrem angenehm hier zu leben. Es gibt viele Parks und gerade in den ganzen Business-Distrikten ist es, also da könnte man, glaube ich, vom Boden essen. Das ist wirklich sehr sauber da. Also du hast ja eine Zeit lang in Kalifornien gelebt, du hast eine Zeit lang in Südafrika gelebt. Was für Unterschiede gibt es zu Shenzhen im Speziellen? In Kalifornien, gut, ich habe in San Diego gelebt, also ich finde, die Stadt kann man jetzt nicht so wirklich gut vergleichen, weil es dann schon irgendwie eine andere Struktur ist. Ich glaube, man merkt hier halt, dass die Stadt geplant wurde und von daher ist sie einfach besser als andere Städte, die, sage ich jetzt mal, organisch gewachsen sind. Gerade was so Infrastruktur angeht, also das zum Beispiel in San Diego sind wir immer nur selber mit dem Auto rumgefahren. Hier nehme ich meistens entweder die U-Bahn. Das U-Bahn-Netz ist sehr weit ausgebaut, extrem zuverlässig, extrem schnell. Und man kommt damit überall hin. Also in dem Innenstadtkern sehr gut, aber auch in die äußeren Gebiete. Oder eben einen der 16.000 Elektrobusse hier in Shenzhen. Oder Elektrotaxis, wenn man schnell irgendwo hin muss. Und ja, Südafrika. Man merkt eben die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Länder. Und man merkt, finde ich, sehr stark in Shenzhen, dass die Leute hier gerade dabei sind, richtig Gas zu geben. Und der Spirit hier ist wirklich sehr motiviert, sehr hardworking, sehr fleißig und auch relativ international, muss ich sagen. Also ich finde es fast schon internationaler als jetzt zum Beispiel San Diego, weil da zum Beispiel habe ich natürlich am meisten mit Amis zu tun gehabt und hier hast du wirklich Leute aus der ganzen Welt. Hast du viel mit Chinesen zu tun vor Ort? Schon auch, ja. Also viele meiner guten Freunde hier sind Chinesen, viele haben auch ihre eigenen Businesses. Und wie gesagt, da die auch alle relativ jung sind, kommt man auch gut zurecht, finde ich. Also wie hast du das empfunden? Fandest du, da waren merklich mehr Chinesen als Ausländer? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich kann das manchmal nicht so genau sagen, aber ja, da waren schon, ja, es war so 50-50, würde ich sagen, ne? Ja. Wenn wir auf die Konzerne getroffen sind, also bei Tencent hatten wir keinen chinesischen Ansprechpartner, bei Dorabot hatten wir keinen chinesischen Ansprechpartner, bei DJI hatten wir eine chinesische Ansprechpartnerin, bei Face++ hatten wir einen chinesischen Ansprechpartner, genau. Ich glaube, der kam ursprünglich aus Shanghai.
Genau. Was denken die Chinesen über uns Deutsche? Also im Vergleich zu den anderen Ausländern muss ich sagen, haben die Deutschen wirklich einen sehr guten Ruf in China. Also das merkt man wirklich im alltäglichen Umgang. Also wenn man neue Chinesen trifft, sei es im Businessbereich oder eben auch im Alltag, zum Beispiel im Taxi oder im Supermarkt oder im Restaurant. Wenn man dann sagt, dass man Deutscher ist, dann sagen sie mal, wow, richtig gut und ihr seid total fähig. Also sie denken, dass wir sehr fähig sind und sehr zuverlässig. Und sie denken eben, dass wir sehr viele Tugenden haben. Also dass wir sehr ehrlich sind, sehr zuverlässig, sehr reliable. Und ja, also das ist bei vielen anderen Ausländern, da haben die schon eine andere Meinung, sage ich mal. Natürlich kann man nicht verallgemeinern. Jeder Chinese ist auch anders. Ich finde, das muss man auch ansprechen, weil im Westen wird es immer so als eine schwarzhaarige Masse empfunden. Aber wenn man dann eben hier ist und alltäglich mit den Leuten zu tun hat, merkt man, dass ja einfach jeder anders ist, wie bei uns ja auch. Da hat man den Hippie, den der gerne Fleisch isst, den der gerne Auto fährt, den der gerne Fahrrad fährt. Da ist man einfach ganz unterschiedlich drauf und so ist es hier auch. Aber so generell sind die Deutschen sehr gut angesehen. Was machst du mit dieser WeChat-App? Also alle reden hier über WeChat, ja, WeChat ist das WhatsApp in China, und noch viel, viel mehr, aber so keiner so richtig weiß hier, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist wirklich, wenn man es nicht erlebt, relativ schwierig sich vorzustellen. Also ich beschreibe es immer gern als Super-App. Es wird auch oft gesagt, dass WeChat quasi schon ein eigenes Betriebssystem ist. Das liegt daran, dass jetzt eben seit neuestem auch Mini-Programme in WeChat laufen können. Da können Entwickler eigenständig ihre kleinen Programme wirklich entwickeln und dann direkt in WeChat verknüpfen. Das wird heutzutage natürlich meistens genutzt im E-Commerce, also gerade wenn man jetzt irgendwie ein Online-Shop ist oder so, dann hat Wie man jetzt WeChat Payment heute zum Programm. Beispiel, hast du heute schon WeChat benutzt? Ach ja, die ganze Zeit natürlich. Also morgens fängt es an, natürlich mit den Nachrichten, die man checkt. Und WeChat wird genutzt privat zum Messaging, es wird genutzt für Marketing und PR, es wird genutzt in der Arbeitswelt als Collaboration-Tool und natürlich als Zahlungsmittel. Also ich habe heute alles, was ich bis jetzt gezahlt habe, sei es Frühstück, Transport, habe ich alles mit WeChat bezahlt. Wann hast du das letzte Mal einen Tag ohne WeChat verbracht? Oh, das müsste ungefähr vor 2,5 Jahren gewesen sein, als ich noch in Deutschland war. Weil selbst als ich letztens in Deutschland war, habe ich trotzdem auch WeChat benutzt. Unter anderem, weil jetzt ja auch die Mobikes in gewissen Städten in Deutschland stehen. Und Gott sei Dank kann man da auch mit dem chinesischen WeChat das Mobike bezahlen in Deutschland. Was könntest du überleben ohne WeChat? Also jetzt, dein Handy geht jetzt kaputt. Jetzt fällt jetzt runter. Was machst du? Es wird schon schwieriger, muss ich sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ich dann total aufgeschmissen wäre. Ah, du Und bist ich jetzt in wäre einem ja auch ein Café. kleines. Wie würdest du nach Ja. Hause kommen? Ja, wahrscheinlich laufen. Das würde ich wahrscheinlich laufen. Ich kann dann nicht das Fahrrad benutzen, ich kann dann nicht den Bus benutzen, das Taxi geht nicht. Ich kann auch niemandem schreiben natürlich. Und Bargeld habe ich sowieso nicht mehr. Also ja, dann müsste ich laufen. Das sind natürlich auch die Nachteile, wenn man sich so auf eine Sache verlässt, ne? Okay. Wie viele autonome Autos fahren durch Shenzhen? Siehst du autonome Autos? Gibt's sowas? Autonome Autos. Also im Straßenverkehr habe ich sie jetzt persönlich noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass es hier viele Teststrecken gibt. Genau. Und dieses Shenzhen und Huawei und China, merkt man daran so, ob sich jemand mit der Thematik auseinandergesetzt hat, also allein an der Aussprache, oder kannst du uns einmal dabei helfen, wie man das richtig macht? Ja, gerne. Also im Chinesischen wird das Z nicht als Z ausgesprochen, sondern als Zhi, also Shenzhen. Und ja, Huawei wird auf Chinesisch Huawei ausgesprochen. Huawei. Und das ist eigentlich auch eine Wow. ganz schöne Übersetzung. Also Hua bedeutet ja sowas wie Blume und das Logo sieht ja auch aus wie so eine Blume.
Ja, ist eigentlich ein schöner Name. Huawei. Und was gibt es noch zu wissen, was auf jeden Fall falsch gesagt wird? Ach, WeChat heißt auf Chinesisch Weixin. Und das heißt Genau. was? Weißt du das? Waiting. Weixin. Nee, keine Ahnung, Und müsste ich nachschauen. WeChat ist gehört zu Tencent, richtig? Zu einem der größten Technologiekonzerne der Welt. Die Genau, haben genau. ihr Headquarter in Shenzhen, da waren wir vor ein paar Wochen, im Februar, genau Anfang des Jahres. Triffst du oft auf Tencent-Mitarbeiter? Also ist es sozusagen, kann man sagen, dass die Stadt von Tencent geprägt ist oder von anderen Technologiekonzernen? Ist das so? Oder ist das eher divers? Ich würde sagen, relativ divers. Also gefühlt, die meisten Leute, die ich treffe, arbeiten irgendwie bei DJI. Aber es ist sehr divers. Also man hat wirklich große Konzerne hier, wie du schon gesagt hast, Tencent und die anderen. Aber man hat eben auch sehr viele Startups. Man hat, sag ich mal, unbekanntere Firmen, wie zum Beispiel VC-Firmen oder ja, irgendwelche unabhängigen Startups. Also das ist, sag ich mal, da kann man keine Regel machen, dass man meistens dann einen Tencent-Mitarbeiter trifft, sondern kommt hin und wieder vor, aber nicht überwiegend. Sollten deutsche Unternehmer Shenzhen kennen? Also sollten die da hinreisen? Und wenn ja, warum? Also was gibt es da zu entdecken? Auf jeden Fall. Ich würde jedem, nicht nur Deutschen, sondern jedem weltweit empfehlen, nach Shenzhen zu kommen, weil man hier einfach sehr gut sehen kann, wie die Zukunft sich entwickelt und wahrscheinlich aussehen wird. Also wir hatten letztens hier auch ein Event Future of Air Mobility, also die Zukunft des Luftverkehrs oder Ja. sozusagen, ja, genau, von der Allianz organisiert. Und da sieht man wirklich, also wir hatten eine Umfrage im Publikum, wer denn glaubt, wo solche zum Beispiel selbstfliegenden ja, Hubschrauber oder sowas als erstes starten, an den Start gehen würden. Und die meisten hatten gesagt, wahrscheinlich Shenzhen, weil hier einfach die perfekte Infrastruktur gegeben ist. Du hast auch von der Regierungsseite den vollen Support, dass sie sagen, wir unterstützen zukunftsträchtige Technologien und wir wollen die Stadt kontinuierlich verbessern. Und hier sieht man wirklich, hier kann man auch wirklich sehr gut die Entwicklung Chinas an sich verstehen, weil Shenzhen war ja der erste Ort, wo Kapitalismus quasi eingeführt wurde. Und dieses Experiment Kapitalismus ist so erfolgreich gewesen. Und das sieht man eben wirklich an der Stadt und das sieht man, wenn man hier ist. Okay. Also konnten wir einige Annahmen, einige Mythen heute schon mal besprechen in Ja. unserer ersten Folge Shenzhen Secrets. Ich freue mich auf unsere wöchentlichen Termine, um dann zu erfahren, was in der Woche passiert ist, weil da passiert ja einiges. Also wir haben heute noch nicht darüber gesprochen, wo verwendest du überall Gesichtserkennung? Wie öffnest du zum Beispiel deine Haustür? Was bezahlst du wirklich alles mit WeChat? Also das sind, glaube ich, alles Fragen, die wir dann in den nächsten Wochen erläutern können und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen rumführen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gerne, danke. Liebe Grüße an euch und eine gute Woche noch. Mach's Ciao. gut.